Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Manga-Update, denn der Mai ist ja jetzt so gut wie rum. Und ja, vorweg wollte ich noch einmal sagen, nächstes Wochenende ist die Dokumi, da werde ich auch sein. Also falls da jemand von euch ist und mich sieht, quatscht mich gerne an, ich freue mich über sowas immer. Ich werde wahrscheinlich am Samstag als Scheherazade nochmal wieder, so wie letztes Jahr über die Con laufen, abends auf dem Ball als Serenity wahrscheinlich und am Sonntag als Luna Lovegood aus Harry Potter wieder, da wir mit unseren Mädels eine ganze Harry Potter Gruppe diesmal machen und ja, deswegen werde ich wieder als Luna unterwegs sein, also fast so wie letztes Jahr, wobei nein, letztes Jahr hatte ich zu Konichi Luna an, aber so ähnlich wie letztes Jahr und ja, falls ihr mich seht, sagt gerne was und ich werde auf jeden Fall auch wieder vloggen, ein bisschen was über die Con zeigen und erzählen und ja, genau, das wollte ich nur mal kurz vorweg sagen und dann starten wir jetzt mit dem Manga-Update. Dann fangen wir mit Karten an, denn da habe ich nur einen Manga und zwar ist das Kitchen Princess von Natsumi Ando und Miyuki Kobayashi. Das ist mittlerweile schon der 8. Band und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dass so langsam auch ein bisschen es in die Richtung geht, in die ich es gerne hätte. Also beziehungsmäßig, ich hoffe, dass sich da jetzt so langsam was entwickelt und dass da was passiert. Wobei da ja ein neuer Charakter aufgetaucht ist, der natürlich wieder alles ein bisschen durcheinander bringt. Und ja, an sich ist auch sehr, sehr viel wieder passiert, auch mit ihrem alten Zuhause. Da geht es diesen Band so ein bisschen drum. Und das war wirklich sehr interessant und spannend. Und ja, Zeichenstil ist natürlich wie immer top und ich mag den Manga. Dann kommen wir zu Kaze, da habe ich auch einen einzigen Manga und zwar ist es Magi The Labyrinth of Magic von Shinobu Otaka. Das ist mittlerweile schon der 27. Band. Der war auch wieder sehr spannend, es ist viel passiert. Vor allen Dingen auch mit Aladdin und Alibaba natürlich. Ja, Alibaba hat sich ein bisschen verändert und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und ein bisschen lustig. Eigentlich auch ein bisschen traurig, was da passiert ist, aber irgendwie auch lustig dargestellt und es gibt auf jeden Fall einen großen Cliffhanger, denn es ist wirklich ein spannendes Ende, was da ist. Und ich bin gespannt, wie es im nächsten Band weitergeht. Es steht uns auf jeden Fall ein großer Krieg kurz bevor und ja, mal schauen, wer den gewinnt, was da noch für ja, Sachen ans Licht kommen, wie es mit Alibaba aussieht, was mit Aladdin passiert, was mit Hakuryu passiert und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dann kommen wir jetzt zu Tokyo Pop, da habe ich natürlich wieder ein bisschen mehr und als erstes habe ich da Buddy Go von Minori Kurosaki, das ist der 2. Band und ja, die Geschichte finde ich wirklich sehr süß, der Zeichenstil ist sehr niedlich und der Band war auch sehr lustig, muss ich sagen, also ich habe sehr oft gelacht, weil das wirklich so Situationen waren, wo ich mir gedacht habe so, okay und ja, irgendwie war das alles immer zum Schmunzeln und sehr niedlich gemacht und süß und gefühlsmäßig auch süß und natürlich von der Story her auch spannend. Ja, und es ist sehr interessant, wie die beiden Hauptcharaktere miteinander umgehen. Und ja, wie sie versucht, ihr Geheimnis zu schützen und ja, er immer mehr dahinter kommt, was da mit ihr los ist, mit ihm, ihr, was auch immer los ist. Ne? Er weiß ja noch nicht so genau, was da wie im Gange ist und das ist sehr interessant, wie er sich da in Sachen reinsteigert und versucht, da Sachen rauszufinden und auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Manga. Dann habe ich jetzt nächstes einen Freund von Nanaoka, Nanokano Care, so, von Miyoshi Tomori und Saro Tekotsu. Das ist der 5. Band und ich bin mir immer noch nicht so sicher. Also irgendwie packt mich die Geschichte gar nicht, weil die Charaktere mich einfach nicht packen. Irgendwie, weiß ich nicht, die bringen das Feeling für mich persönlich nicht so rüber, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es alles so, ich weiß auch nicht, gezwungen wirkt. Der Band an sich, von der Story her, war ganz interessant, wobei ich sagen muss, da ist auch wieder so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so sehr vorhersehbar gewesen und keine Ahnung, irgendwie, ich kann mich noch nicht so mit der Story anfreunden und mit den Protagonisten auch nicht wirklich. Wobei ich muss sagen, ich mag ihren Ex-Freund sehr gerne. Also der ist mir irgendwie sympathisch, den mag ich gerne, aber so unsere beiden Hauptprotagonisten irgendwie, weiß nicht, die bringen mich nicht so, die bringen mein Herz nicht zum Hüpfen. Aber naja, wir lassen uns überraschen, der Zeichenstil ist schön und ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Dann habe ich hier Rainbow Revolution von Mitsuka Yusuhara. Das ist mittlerweile auch schon der 5. Band und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Einfach weil es auch wirklich um alltägliche Sachen geht. Dieses Thema Mobbing, dieses Thema Freunde, Freunde wechseln, Freunde behalten, Freunde, die einem hintergehen, Probleme mit Jungs, mit Freundinnen, die sich in den gleichen Jungen verlieben. Und ich finde das einfach sehr, sehr interessant. Das ist richtig realistisch dargestellt und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich mag unsere Charaktere wirklich alle sehr, sehr gerne. Selbst ihre ehemals beste Freundin, die eigentlich total das Miststück ist. Aber auch sie mag ich irgendwie, weil sie wirklich sehr gut dargestellt wird. Denn solche Mädchen gibt es wirklich. Solche Mädchen hat jeder bei sich in der Klasse. Und solche Mädchen sind wirklich gefährlich.
Ja, und das ist einfach eine wirklich sehr, sehr interessante, sehr gut umgesetzte Story mit Gefühl, mit ja, wirklich Auseinandersetzung mit wichtigen Themen meiner Meinung nach und einem ganz tollen Zeichenstil. Also von mir bekommt ihr da nur einen, lest es auf jeden Fall, dann ist es wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich die neue Reihe von Arina Tanimura angefangen, und zwar Demon Chic X Hack Band 1. Da gab es dann auch wieder eine Schoko-Card dabei, auch sehr niedlich gemacht mit ihr, also mit der Hauptprotagonistin vorne drauf, und ja, wieder sehr, sehr niedlich. Und ja, Arina Tanimura liebe ich ja, ich liebe ihren Zeichenstil, da brauche ich nicht viel zu sagen, das ist eines meiner liebsten Zeichenstile überhaupt, Arina Tanimura. Protagonisten gefallen mir bisher sehr gut, vor allen Dingen sie, weil sie einfach so, ja, ein dummes Naivchen ein bisschen ist, würde ich mal sagen, obwohl sie ein Dämon ist. Und Story ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Sie ist halt auf einem jungen Internat, weil sie damals einen Pakt schließen wollte mit einem Jungen, dann allerdings weggezerrt wurde, weil sie eigentlich noch nicht alt genug war, einen Pakt zu schließen. Sie ist die Tochter eines hohen Dämonenfürsten. Ich weiß gar nicht, ob sogar des Teufels selbst, aber nee, ich glaube nur eines Dämonenfürsten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, dann geht sie halt zurück, als sie alt genug ist, um diesen Vertrag zu erfüllen. Und ja, sie hat sich auch in diesen Jungen verliebt und ist so ein bisschen anders geworden als andere Dämonen. Und es ist sehr interessant, wobei ich glaube, dass dieser Manga vielleicht ein bisschen auch ins schon Einmäßige gehen könnte, denn das, was ich da bisher so gemerkt habe, also so, ja, an Andeutung, könnte es gut sein, dass einer unserer Protagonisten auf den anderen Protagonisten steht. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist. Es kann auch nur ein Gefühl bei mir sein, aber wer weiß, dann wäre es auf jeden Fall mein erster wirklicher Manga, den ich mir von mir ausgekauft habe, der mit Shonen Ai ist. Weil das einfach nicht so mein Genre ist. Also ich habe nichts gegen Shonen Ai oder Shoujo Ai oder was weiß ich. Aber es ist einfach nicht mein Genre. Ich lese lieber die Geschichten so zwischen Mann und Frau. Und ich weiß nicht, ich kann diesem Shonen Ai-Hype nichts, ja, abempfinden. Ich kann nicht verstehen, dass da manche dann so kreischend sitzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die küssen sich, die beiden Jungs. Das ist heutzutage ganz normal, meiner Meinung nach. Und da muss man nicht so ein Hehl drum machen. Und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich lasse mich überraschen. Bisher finde ich die Story sehr gut und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann habe ich jetzt nächstes einen Manga, auf den ich mich gefreut habe, dass er weitergeht. Und zwar Haus der Sonne von Tamo, Band 5. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe diesen Zeichenstil und ich liebe diese Reihe. Ich liebe unsere Protagonisten. Und ich liebe diese Reihe einfach. Sie ist so, so, so gut. Und auch dieser Band war so spannend, so niedlich, so zum Schmunzeln und einfach super süß. Und ja, ich weiß nicht. Also man merkt schon, dass da ein bisschen was vorangeht bei den Liebesdingen auf jeden Fall. Auch familienmäßig kommt da ein bisschen was ins Rollen. Und es ist einfach super süß anzusehen, was da passiert. Wie die beiden Protagonisten miteinander umgehen, im Alltag auch. Und ja, wie sie sich einfach immer gegenseitig fertig machen, obwohl sie sich eigentlich mögen. Und zwischendurch dann aber auch so Situationen kommen, wo sie einander näher kommen. Und ja, einfach ein ganz, ganz toller Manga. Und ich liebe wirklich diesen Zeichenstil auch. Und verbunden mit der Story ist das einfach genial. Und den kann ich euch nur ans Herz legen. Dann als nächstes Miyako auf den Schwingen der Zeit von Kyoko Kumagai. Das ist der 8. Band. Und der war auch sehr, sehr spannend. Also die Reihe ist ja wirklich seit den letzten paar Bänden wirklich super, mega spannend geworden. Und ich muss sagen, auch dieser war sehr, sehr, sehr gut. Also am letzten habe ich erst gedacht, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Und dann habe ich in diesem Manga dann gedacht, hä, das hat sie aber so gut dargestellt, dass man gedacht hätte, das kommt so und so. Ist es gar nicht gekommen, ist es ganz anders gekommen. Und richtig, richtig gut gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Weil es ist ja einfach so, dass sie ja jetzt um sein Herz kämpfen muss, weil sie ja jetzt wirklich sozusagen in einer, ja, in der Vergangenheit wieder ist. Und ja, jetzt er sie nicht mehr liebt und sie ihn ja jetzt irgendwie erobern muss. Und das ist sehr, sehr lustig, weil sie ja eigentlich auch so ein, ja, ängstliches Naivchen ist und sie versucht wirklich ihr Bestes und er ist in dieser, ja, Zeit einfach so fies und irgendwie gar nicht so lieb wie sonst in den früheren Zeiten, wo sie ihn halt kennengelernt hat, und ja, das ist sehr, sehr lustig und sehr süß mit anzusehen und ja, ein ganz toller Manga. So, das war's mit Tokyo Pop, jetzt kommen wir zu den Egmont-Mangas. Da habe ich einmal Waiting for Spring Band 3 von Anna Sheen und auch der war mal wieder sehr gut. Ich mag den Zeichenstil, der ist super süß. Und ja, da passiert einiges, was die Gefühle angeht. Unsere Protagonistin wird ein bisschen hinters Licht geführt, was ich nicht so toll finde, weil es echt gemein ist, Mädchen hinters Licht zu führen, nur weil ein anderes Mädchen in einen Jungen verliebt ist. Und ja, man merkt aber auch, dass bei unserem Hauptprotagonisten so ein bisschen Gefühle aufkeimen, dass er sich so ein bisschen mehr für sie interessiert und dass da ein bisschen was ins Laufen kommt. Und ja, ich finde den Manga sehr, sehr spannend, sehr interessant und sehr schön und ich mag den sehr.
Dann haben wir als nächstes L of DK Band 21 von Ai Watanabe. Ja, hier ist endlich mal wieder ein bisschen mehr Gefühl drin und das, worauf ich gewartet habe, endlich ein bisschen mehr Gefühl wieder zwischen unseren Protagonisten. Das habe ich ja vermisst. Und ja, also ein bisschen mehr Romantik wieder, ein bisschen mehr über Gefühle reden, ein bisschen näher kommen wieder. Allerdings auch große Offenbarungen und ein paar Schockmomente, wo man sich gedacht hat, wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Und ja, einfach wieder ein großartiger Band mit einem tollen Zeichenstil und ich mag die Serie, beziehungsweise die Reihe, die Serie nicht, die Reihe. Ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Dann hatte ich ja in meinem Manga-Sammlungs-Update gesagt, ich warte ewig schon jetzt auf den neuen Band von Our Miracle. Ta-ta-ta-ta, da ist er, Our Miracle, Band 12 von Natsuku Kometa. Ja, ich musste mich erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen, weil das so lange her dass der 11. Band erschienen ist und ich dann erstmal alle Charaktere wieder sortieren musste. Das Gute ist, dass hier vorne zwei Doppelseiten voll mit Charakteren drin sind, wo sie dann aufgezeigt werden, wer ihr früheres Ich war, was sie damals getan haben, was sie jetzt tun. Dann kommt man da ein bisschen hinter, aber ich musste mir trotzdem den 11. erstmal nochmal angucken, so, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Ja, auf jeden Fall eine spannende Story. Wenn man die wirklich nicht direkt hinterher liest, kommt man ein bisschen raus, weil es halt wirklich so viele Charaktere sind, so viele Storylines und so viele Details, auf die man achten muss. Aber an sich wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte mit ganz vielen interessanten Charakteren und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich hier einmal mit Last Game weitergemacht. Ich wusste gar nicht, dass da was rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den 8. Band von Last Game. Die sind übrigens von Shinobu Amano. Und den 9. Band von Last Game. Und jetzt bin ich wieder auf dem aktuellen Stand. Und ja, die beiden Bände haben mir wieder sehr gut gefallen. Ich mag die Geschichte ja. Sie ist einfach anders, weil unsere Protagonistin einfach so, was Gefühle angeht, so richtig dämlich ist, wenn man das mal so sagen darf. Sie rafft einfach gar nichts und versteht von Gefühlen auch wirklich gar nichts. Auch so vom Umgang mit Menschen versteht sie überhaupt nichts. Aber sie gibt sich Mühe, sie lernt immer mehr. Sie lernt auch mehr über sich selbst, sie lernt auch mehr über ihre Gefühle. Und es geht gefühlsmäßig bei ihr auch ein bisschen voran. Und ja, ich freue mich schon auf den 10. Band, denn das hier war wirklich sehr, sehr spannend, was hier alles passiert ist. Und ich habe die Hoffnung, dass im 10. Band vielleicht ein bisschen Romantik endlich reinkommt. Das wäre so schön und es würde mich so freuen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich hier den letzten Band von Tsukuya von Peach Pete. Das ist der 5. Band. Da habe ich ja auch in meinem Manga-Sammlungs-Update gesagt, dass ich da warte und warte. Und dann war der auch schon draußen. Allerdings noch nicht so lange, glaube ich. Ja, irgendwie, keine Ahnung, war der nicht in meinem Fach und dann habe ich das nicht mitgekriegt. Und dann hatte ich bei Amazon mal geguckt, was da so Neues ist. Und dann habe ich gesehen, oh, den gibt es ja schon. Und dann habe ich mir den bestellt. Und ja, das ist auf jeden Fall der letzte Band der Reihe. War spannend, war interessant und ja, es sind auf jeden Fall alle Sachen aufgeklärt worden. Liebesgeschichtenmäßig, ja, da möchte ich nicht zu viel verraten, aber für meine persönlichen Verhältnisse war das nicht so mein Happy End, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Also, weil das für mich einfach zu wenig am Ende war. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr am Ende. Aber an sich, die Story war sehr, sehr gut. Es ist ein toller Abschlussband, der spannend war. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, dass die Reihe zu Ende ist. Denn hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch die Protagonisten, den Zeichenstil mochte ich auch sehr. Und ja. Und somit sind wir schon bei meinem letzten Band angelangt. Und zwar Love Hotel Princess von Emma Toyama. Das ist der 3. Band. Ja, Zeichnung, Zeichenstil, absolut genial. Liebe ich ja von Emma Toyama. Aber diese Geschichte, ne? Diese Geschichte, ich finde die ja ein bisschen eklig. Sie, die immer sofort losschwitzt, wenn sie nur einen Junge anfasst, das ist ein bisschen widerlich irgendwie. Also ich weiß auch nicht, das ist auch, wie sie das zeichnet. Das ist so, ich ekel mich dann immer so ein bisschen so. Weil ich das, weil ich mir dann vorstelle, wie dann jemand vor mir steht, der einfach so dann im Wasserfall auf einmal anfängt zu schwitzen und irgendwie, ekelt mich dann immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Und irgendwie mag ich unseren Hauptprotagonisten auch nicht so gerne, muss ich sagen. Er ist irgendwie komisch. Ich meine, ich glaube, wenn wir nach diesem Band gehen, hat er einiges an Geheimnissen und Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, die vielleicht erklären, warum er so ist, wie er ist. Aber irgendwie kann ich mich mit ihm noch nicht anfreunden und ich weiß auch nicht, mit der Geschichte, keine Ahnung, auch noch nicht so ganz. Ich lasse mich überraschen, wie es weitergeht. Leider habe ich die letzten Werke von Emma Toyama jetzt nicht so mega geflasht, wie alte Werke von ihr. Aber naja, wir lassen uns mal überraschen, wie es weitergeht mit Emma Toyamas Werk hier, Love Hotel Princess, und mal schauen, vielleicht überzeugt es mich ja irgendwann doch nochmal. Ja, und das waren auch schon alle Mangas. Diesen Monat war es echt ein großer Stapel, weil ich auch ein paar halt nachgekauft habe. So Our Miracle, Sequoia, was war das jetzt hier? Last Game. Genau. Und
deswegen ist ein bisschen mehr dazu gekommen, weil das halt auch in Wani schon ein bisschen länger jetzt erschienen waren und ich die einfach vergessen habe zu kaufen und nicht wusste, dass die schon raus sind. Ja, aber deswegen war es ein bisschen größerer Stapel. Ich glaube, so einen großen Stapel hatte ich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ich hoffe, das Manga-Update hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Da wird es dann wahrscheinlich um die Dokumi gehen. Und falls ihr auf der Dokumi seid, wie gesagt, gerne Bescheid sagen. Als was ihr da seid, schreibt das gerne in die Kommentare, als was ihr auch da seid. Und ja, ich würde mich freuen, jemanden von euch da zu sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Bye, bye!